Ja, mein Name ist Thomas Petsch. Ich bin der Teammanager von Münch Racing. Die Marke Münch gehört mir seit 1997 und die Marke Münch verpflichtet natürlich. Deswegen versuchen wir höchste Qualität hier in unsere Motorräder einzubauen. Ich bin sehr froh, dass wir namhafte Sponsoren wie Schott Solar und Gildemeister gefunden haben, die ja auch mit erneuerbaren Energien zu tun haben, Schott Solar vor allem, aber auch die erneuerbare Energiesparte von Gildemeister, die uns hier mit nennenswerten Beträgen unterstützen. Denn Elektromobilität macht ja nur Sinn, wenn der Strom hierfür auch aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Da sind wir sehr stolz drauf. Da freuen wir uns über die Zusammenarbeit. Ja, auf Elektromobilität sind wir gekommen, weil es ja klar ist, dass unser Öl irgendwann zu Ende geht. Ob das jetzt 30, 40 Jahre oder 100 Jahre dauert, ist egal. Es wird zu Ende gehen. Und was unsere Erde in Jahrmillionen erschaffen hat, verbrennen wir Menschen in wenigen Dekaden. Das ist unverantwortungsvoll. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Elektromotorrad bauen, das Spaß macht. Also nicht irgendein Motorrad für ökolatschen Leute, sondern eins für richtige Jungs und richtige Mädels, die damit wirklich schnell fahren wollen und damit echt Spaß haben wollen. Ja, und da sind wir eben 2009 gestartet und die Erfolge 2010, 2011 mit dem jeweiligen Gewinn der Weltmeisterschaft geben uns recht und wir werden hier durchstarten. Ziel ist natürlich auch, die Erfahrung aus der Rennstrecke zu nutzen, um später mal die Maschine auch auf die Straße zu bringen. Es gibt keine härteren Testmöglichkeiten als auf der Rennstrecke und wir haben da schon sehr viel gelernt. Wir haben allein im letzten eineinhalb Jahr 30 Sekunden auf einer Strecke wie Le Mans gefunden und sind nur noch ganz wenig Sekunden hinter den schnellsten Verbrennern her. Und unser Ziel ist natürlich, in nicht allzu langer Ferne die Verbrenner einzuholen und hinter uns herfahren zu lassen. Und dann ist geplant, eine kleine exklusive Serie. Münch steht ja für kleine Serien, für hohe Exklusivität. Und so wollen wir es mit dem Elektromotorrad auch machen, für die Straße zu bauen, damit die Leute das dann auch in ihrer Stadt oder auf der Landstraße fahren können. Reichweite haben wir momentan 200 Kilometer. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, das ist uns klar, aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ja, ich wundere mich, dass die großen Motorradhersteller, die ja über die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten verfügen, hier noch nicht eingestiegen sind und so kleine Teams, so kleine Manufakturen wie wir hier die Pioniersarbeit leisten sollen, müssen, tun. In jedem Fall tun wir es.